Ich habe das jetzt im Rahmen dieser Wildschwein-Löwen-Debatte, habe ich mit einer Kollegin gesprochen, die Amtstierärztin ist. Und die hat mir dann erzählt, wie niedrig die Bedingungen sind, um sich so ein krasses Wildtier, von dem wir wissen, dass auch größere Institutionen wie Zoos oder so sie einfach niemals artgerecht halten können, wie einfach es ist, sich das als Privatperson zu holen. Und es ist dann einfach nur noch eine Geldfrage. Und es ist so lame, dass sowas erlaubt ist in Deutschland. Und ich kann nicht verstehen, wieso es da nicht schon länger ein Aufschrieb. Also es gehört einfach verboten. Mhm. Es hat keinen Platz hier.